2, 3, 4, 5, 6. Willkommen bei Resident Evil. Ich hab die Schrotflinte. Jui. Ich hab noch was gefunden, nämlich Magma-Munition. Ist das nicht toll? Das ist toll, ne? So. Ich hab immer noch so ein bisschen Respekt vor diesem Heim, muss ich zugeben, aber ich glaube, der ist tot. Also er macht zumindest keine Anstalten. Die Durchflutungsstörung, sie hat keinen Strom. Ja. Der Generator für die Durchflutungsstörung. Hebel nach unten drücken? Ja. Au. Da blinkt was. Oh Mann. Oi, weiter. Danke. Das Ding sieht aus, als würde es ihnen einen Stromschlag verpassen. Wenn sie doch nur irgendwie ins Wasser fallen. Irgendwie ins Wasser fast fallen lassen könnten. Ja, schieb. Au! Ja! Ich habe keinen Schaden gekriegt. Kann ich ihn umschießen? Schieben geht nicht. Ich kann es nicht schieben, ich krieg einen Schlag. Ja. Ne, ich krieg dadurch keinen Schaden, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil er hat was ins Wasser geboxt und ich glaube, das brauche ich. Das hier reinzukriegen. Ich kann es ja anderweitig nicht schieben, ne? Hast du mir fast gedacht. Naja gut, so viel ist ja jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt ja die Sachen aufgesammelt, die ihr gesehen habt. Ach man. Böser Hai. Ich wusste, mit dem ist irgendwas. Der lag schon so verdächtig im Wasser rum. Hätte nicht gedacht, dass der da das Ding ins Wasser boxt. Muss ich das vorher aufheben? Aber ich glaube, das Event startet, sobald ich an diesen Kasten gehe. Der leuchtet, ne? Ja, yeah, das ist jetzt scheiße. Was mache ich jetzt mit dem? Ich habe auch nichts dabei, was ich dem irgendwie hinwerfen kann. An der Pflanze bin ich übrigens vorbei. Die lasse ich mal. Weil dann müsste ich wieder einen umständlichen Umweg laufen. Einen umständlichen Umweg. Ja, ihr habt richtig gehört. Oh, ich bin gerade so ein bisschen durch. Heute war wieder so ein Tag. Kannst du aus dem Kalender streichen, schadet aber nicht. Schon so froh, wenn der Monat rum ist. Irgendwie ist der Turbo mein Feind. Er mag mich nicht. Er mag mich ganz und gar nicht. Aber es kommt Gott sei Dank wieder die schöne Winterzeit. Mit bisschen Schnee, kalter Luft, Weihnachtsmärkten, leckeren Glühwein und anderen Leckereien zum Essen. Ja, 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 ja. Gut. Ich kann den halt vorher nicht töten, glaube ich. Das würde das Event ja auch keinen Sinn machen. Ich versuche mal vorher schon zum Kasten zu gehen und den aufzuheben. Beziehungsweise zu gucken, was da ist. So. Da ist die Magnum-Munition, die nehme ich prompt mit wieder. Dann habe ich nämlich nochmal eine Ladung. So. Ah. Ich hab wieder zugespammt auf dem Handy. Ist unfassbar. Gewehrmunition. So, die haben wir jetzt auch. Nee, hier. Ja. Da ist Lehai. Also waren es insgesamt 3 Stück. Zwar habe ich mit einer Pistolenkugel erledigt. Der andere dümpelt da vor sich hin. Gut. Nimm. Kampfgewehr. Ja. Hier ist aber sonst nichts mehr weiter, ne? Die Kamera suggeriert auch, hier geht's nicht weiter. Ich
kann hier so viel rumlaufen, wie ich will. Komme ich wieder zurück. Ach Mann. Die hat zumindest 10 Schuss, die andere hat nur 4. Oder 6. Ich glaube 6. Komisch, dass er mich jetzt nicht angreift, ne? Er könnte doch. Macht aber nicht. Das ist ein ganz garstiger, ne? So. Hier ist bald schon ein Kastiger. Ich muss ihn vorher reinschmeißen, ne? Dann Strom. Okay, ich hätte den auch eben einfach ausschalten können, aber ich war wohl ein bisschen zu viel dafür. Errungenschaft freigeschaltet, versenkt. So, der zuckt noch so ein bisschen komisch. Bist du tot? Warte, ich mach mal einen Test. Jupp. Zuckt noch. Das ist der Rest vom Strom, der wird durch seinen Körper fließt wahrscheinlich. So, Klopsi, gib mir das. Der Galerieschlüssel. Nein! Ich hätte auch... Es hätte einfach nichts gebracht, die Magnum-Munition nicht aufzunehmen, weil... Ja doch, dann hätte ich mir den Gang hier rein erspart. Ist egal. Der blöde Flachmann, den wollte ich doch ablegen. Warum ich den mit? Dann müssen wir hier nochmal wieder leider zurück und dann den Galerieschlüssel holen, dann können wir endlich in die Galerie rein. Hier lang. Ich habe ja noch einen Schlüssel, wo ist der? Ich muss gleich mal gucken. Ich muss auch dringend Farbbänder finden, sonst kann ich das Spiel nicht ausmachen. Sonst muss ich weiterspielen bis zum Nimmerleinstag. Und das, kann ich leider nicht verantworten, weil dann stehe ich morgen total verschlafen und verpeilt auf der Arbeit. Dann fahren wir zum Schluss mit Mädels. Ich habe Resident Evil gezockt wie ein Irrer. Ich habe keine Farbbänder mehr gehabt. Ja, und dann gehen sie mich wahrscheinlich dann in einer Zwangsjacke und lassen mich abholen. Okay. Hä? Okay. Ach da. Ich habe zumindest schon mal die neue Schrotflinte, die ist schon mal viel wert, weil die ist wesentlich stärker als unsere andere. In Resident Evil 1 ist es auf jeden Fall der Fall. In Resident Evil 2 oder im 3er war es, glaube ich, gibt es auch zwei Arten von Schrotflinten. Und da ist die erste, die man bekommt, wesentlich besser. Es wird halt eigentlich suggeriert von wegen, diese Schrotflinte ist extrem geil. Wehe, du packst mich nochmal. Ich hab's gewusst! Oh, hab ich mich erschreckt. Pennergesicht. Was der mir abzieht, bin ich schon wieder Warnung. Ich meine, ich habe genug Kräuter, so ist es nicht, aber trotzdem. Ekliger. Ekliger Schmuddelarm. So, jetzt muss ich genau überlegen. Also den Flachmann, den lege ich nochmal ab, den brauche ich definitiv nicht. Die Gewehrmunition lege ich natürlich auch ab. So, die behalte ich. Die Magnum-Munition lege ich auch ab. Munition mache ich mal ganz nach oben. Selbstverteidigungswaffe. Ich weiß nicht, wozu die gut sein soll. Ach, das Buh. Ja, warte mal. So. Hatte ich nicht noch einen Schlüssel? Bin ich Depp? Ich habe so viel Kram, ihr seht's. Da verliert man langsam die Übersicht. Ne, hatte ich nicht. Okay. Jetzt muss ich so ein gemischtes Kraut mir reinziehen. Ne, die roten sind mir zu wert, wo ich nehme so ein grünes. Danke dem Arm. Arschloch. Gut. Passt. Ich behalte die anderen Inventarplätze noch. Also die zwei, die mir noch übrig bleiben. Haha. Weil. Ich weiß ja nicht, was ich in der Galerie noch finden werde. Der greift mich auch nur an, wenn ich zurückgehe, ne? Wenn ich jetzt hier langlaufe, macht er nichts. Der wartet wahrscheinlich nur drauf. Aber ich muss ja erstmal nicht zurück. Die Galerie ist nämlich hier. Also ich laufe ja jedes Mal dran vorbei. Ne? Das ist die Tür hier. Die können wir gleich öffnen. Ich möchte die Bienen nicht töten. Leider ist es ja schon so in unserer reellen Welt, dass Bienen echt langsam vom Aussterben bedroht sind und das für unser Ökosystem leider eine fatale
totale Katastrophe hätte. Und deswegen lasse ich die mal leben. Auch im Spiel. Aber ich weiß, dass es nur 1 und 0 sind, aber trotzdem. Auch digitale Bienen haben Gefühle. Zombies nicht, die sind tot. Und Haie, naja, die hätte ich eigentlich auch nicht töten wollen, aber was weiß ich was. Und so motive Pflanze, das ist ja kein Lebewesen an sich. Ja, ja, doch, aber es ist kein eigentliches Lebewesen, was Gefühle zeigt. Und eine Seele besitzt, sagen wir so. Gut, da streiten sich auch wieder die Geister, aber das geht ein bisschen zu tief in die Materie, glaube ich. So, endlich. Schlüssel, gib. Hier? Ja. Hä? Ich sehe mich gar nicht. Da. Ist wahrscheinlich jetzt nur noch rot wegen dem Schlüssel, danach müsste der Raum auch geklärt sein. Was ich mit der Pflanze 42 jetzt noch machen soll, weiß ich auch nicht. Ob die überhaupt zu töten ist, weil die hat ja nur noch mir geschlagen, aber ich habe irgendwie keinen Körper gesehen, den ich angreifen kann. Aber vielleicht passiert das ja noch. So. Mal gucken auf die Karte. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann gibt es hier unten nichts mehr für uns. Das heißt, ich muss hier auch nicht mehr runter. Dann ein Goodbye. Warum brauche ich eigentlich noch mit der Schrotflinte rum? Das ist fatal. Ich habe dafür nicht viel Schuss. Also ich dürfte das Spiel ohne, ich sag mal, dumm gewollte Tode eben eigentlich schaffen. Also alleine, was ein Arsenal ich an Munition und Waffen habe aktuell, das hat ja eigentlich im eigentlichen Sinne jetzt nichts mehr mit Überlebenshorror zu tun, sondern nur noch mit Atmosphäre, geiler Musik, tollen Gefühl, mit Chrissy rumlaufen zu können. Weil so richtig Survival-Aspekt hat das ja eigentlich gar nicht mehr. Dadurch, dass ich das wahrscheinlich auf, keine Ahnung, normal oder leicht gestellt habe. Ich wollte eigentlich normal wählen, habe das wahrscheinlich aus Versehen auf leicht gestellt, weil das wird einem durch den Text nicht so ganz klar, was der Unterschied zwischen normal und leicht ist, weil Bergsteigen eine Menge Arbeit, okay, das suggeriert einem schon, ja, das ist schwer. Hatte ich auch am Anfang genommen. Aber da wollte ich eigentlich so auf normal stellen, weil ich mir dachte, okay, für meinen ersten Run in Resident Evil, wo ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss, ist mir schwer eigentlich doch ein bisschen zu hart. Vor allem wegen den Crimson Heads. Ja. Deswegen wollte ich das halt umstellen, nachdem ja die Spielstände passé waren. Keine Ahnung, was da passiert ist. Musik wieder. Und ein großer Raum. Da sind noch mehr Bienen. Scheiße. Oh, das ist echt groß. Ach, die kommen hierher, glaube ich. Okay, was mit der Tür? Ja, ich weiß, was da drauf steht. Lass mich mal noch ein bisschen umgucken. Eine Leiche mit einer schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Ein Insektenspray. Muss ich das denn einsetzen? Ah, Hilfe! Es ist zu gefährlich zum Weitergehen. Sie beschützen ihr Nest. Okay, dann lass mich mal raten, verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay, dann nicht. Warum? Da liegt noch ein rotes Kraut, ich weiß. Die machen jetzt nicht so viel Schaden, aber nervig sind sie trotzdem. Da liegt noch Munition, ich hab's gesehen. Laborgeräte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Können denn hier Experimente durchgeführt worden sein? Das fragst du dich noch? Klar! Hallo, das ist das Haus von Umbrella. Bin noch gesund. Ich muss immer meine Gesundheit überprüfen. Da hinten ist noch eine Tür. Diese hier. Der Frigelsmechanismus musste die Tür verwenden, ja. Ah, da war das Auge. Genau, das ist hier das Rätsel. So. Grün war's. So, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6.
Das grüne war es. Alles 2, 3, 4, 5, 6. Hat das was mit der Billardkugel zu tun? Ich bin mir gerade unschlüssig. Oder mir fehlen noch Informationen. Hört auf. Da, im Gang runter ist noch eine Tür. Wie geht's mir? Gesund. Gut. Die ist von einer Seite aus blockiert. Ah, Scheißdreck. 2 rote Kräuter kann ich die noch mitnehmen? Könnte ich ja. Aber ich habe kein grünes mehr zu mischen, deswegen lasse ich sie erstmal. Mensch, Mensch, Mensch. Ob ich mal einen Raum mit der Spinne sollte, um zu gucken. Aber es gab da keinerlei Hinweis. Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Da ist der Bienenstock. Ist zu gefährlich zum Weitergehen. Ja, ich weiß. Wie war denn das nochmal? Ich kann es so nicht verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja, auf die Leiche anwenden kann ich es ja auch nicht. Macht ja keinen Sinn. Ich muss das ja irgendwie. Ich muss die ja verbrennen. Die bringen ja kein Feuer. Hört auf. Nix, nix. Lass mich. Alte Kunden stehen auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Hm. Muss die anderen Augen noch finden, glaube ich. So war das. Ja, komm. Ist gut. Immer noch gesund. Le Galerie. Wer die zu töten macht, der kann Sinn. Da sind ja noch haufenweise von denen. Kommen wir halt aber nicht weiter, ne? Der Raum war quasi darunter. Da wo die Treppen sind, da ist der Raum. Dann gucke ich da nochmal nach. Weil ich weiß den Mechanismus, also das. Ich weiß die Kombination nicht. Ah, jetzt kommt der Arm wieder. Kann ich den denn umgehen? Indem ich die Pflanze töte, ganz klar, aber. Mann. Ich kann nicht an der vorbei, ne? Pack mich jedes Mal. Ja. Pack mich jedes Mal. Ja, aber wenn ich jetzt sterbe, dann. Ich bin schon wieder Warnung. Unfassbar. Wie kann ich die denn? Weil die frisst mir ansonsten meine ganze Heilung weg, ne? Das rote Buch habe ich ja auch noch. So, wir gucken mal. Hier war das. Die Lampe scheint grün. Ja. Das ist das Auge, das wir gesehen haben. Das ist der Teil eines Rätsels. Ich glaube, das andere Rätsel beinhaltet die Bowlingkugel. Ah, da muss ich nochmal nachgucken. Also was das Rätsel betrifft, bin ich mir nicht so ganz. Ah, da ist die rote Lampe. Ah, wir müssen alle drei anzünden. Eine Orange, eine Öllampe, sie ist nicht angezündet. Okay, dann tun wir das. Verwenden. Da sind aber Schattenschild über dem orangenen Licht. Ja. Was kann das bedeuten? Was sind die andere Lampe? Die muss ja auch hier sein. 3 waren es. Das ist die hier. Könnte sein, dass die andere hier ist. Da hinten. Gut, anzünden. Verwenden. So. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Was könnte er bedeuten? So, das ist das rote Auge, dann haben wir das grüne Auge und da oben ist das gelbe Auge. Oder orange war es, glaube ich. Da sind zwar Dartscheiben überall, aber ich kann die halt nicht untersuchen. 2, 3, 4, 5, 6. Hm. Ja, könnte sein, dass die Farben damit gemeint sind. Ich muss mal gerade nach einem Zettel gucken. Ich habe jetzt hier gerade einen Stift parat. So, da ist noch ein Zettel, ein Notizzettel. So. Das muss ich mir nochmal gerade aufschreiben.
Beschreib mal alle Zahlen auf. Lila. Hier. Grün. 6. Rot ist 3. Ja, ich sag mal gelb, orange. Kann eigentlich schon viel noch nicht lesen. Gelb, orange ist die 5. Blau ist 2. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Habe ich, da liegt jetzt hier der Zettel. So. Controller in die Hand und weitergemacht. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Ja, ja. Wenn man die Umstände betrachtet. Aber. Oh, die Spinne macht sich auf den Weg. Die ist gerade so ein bisschen rallig. Ich muss nochmal zurück. An diesem scheiß Arm entlang. Und ich bin schon Warner. Ich werde mir nochmal trotzdem Heilkraut reinpfeifen, weil ich jetzt nicht runtergehen will, die Pflanze zu töten. Deswegen, werde ich nochmal ein Heilkraut opfern. Aber ich habe ja noch so viel Heilung, deswegen denke ich mal, geht das voll in Ordnung. So. Ich nehme sie mal mit, benutze sie dann, wenn ich sie brauche, weil ich bin zwar jetzt warm und gelb, aber ich bin noch nicht rot, also ein gemischtes grünes Kraut. Macht mich ja wieder voll fit. Deswegen behalte ich das jetzt. Das ist nur ein Notfall. So. Ich hoffe, meine Vermutung liegt richtig, was die Augen und die Zahlen betreffen. Ich weiß ja noch die Farbe der Augen. Okay. Ich hoffe, dass sie mir nicht auch immens was abziehen, weil ich ja schon Warnung bin. Abwarten. Gut, schneller der Mechanismus. Da wird ja bestimmt irgendwas sein, was ich brauche. Ja. So, das ist rot. Das war das Auge. Ja. Rot ist 3. Dann haben wir die grüne ist 6. Dann dieses Auge ist gelb-orange, ist die 5. Ja. Habe ich es fast geahnt. Ah, das war jetzt ja nicht besonders schwer. Ich habe nur die anderen Lichter nicht gefunden, also die Lampen. Was haben wir denn da? Ich habe noch einen Platz frei. Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen sie die leeren Flaschen nicht mitzunehmen. Warum denn? Okay. Acid. Das ist Säure. Lauter leere Flaschen. Dieser Satz macht mich fertig. Ich verstehe nichts von Medizin, deswegen brauchen sie das nicht. Ja, aber warum? Ich brauche doch hier Sachen. Ich muss es doch irgendwie auf das Nest bringen. Was ist hiermit eigentlich? Weiß man nicht. Ah, Gott, ja. Ich kann das Nest ja nicht einfach so beschießen, das bringt nichts, glaube ich. Toll, komme ich auch nicht weiter. Ah, herrlich. Ah, der Rest ist rot. Da hinten sind die Bienen und das Nest. Die zwei sind zu. Und da geht's runter. Ganz rechts. Aber da komme ich nicht runter, weil die mich nicht lassen. Hm. Ist hier sonst nichts mehr? Echt nicht? Nur die Gläser? Anscheinend, ne? Ich verstehe was von Medizin. Gib mir. Hallo, ich bin Dr. Redfield. Lassen Sie mich mal machen. Vielleicht versteht unser Freund Leiche was von Medizin. Ich habe ja noch das Buch. Bringt das was vielleicht, wenn ich das mitnehme? Muss ich nochmal zurück. Nee, ich würde sagen, ich werde nochmal mich hier rumprobieren und schauen, beziehungsweise was es mit dem Buch auf sich hat. Vielleicht hilft mir das ja in meiner misslichen Lage. Vielleicht steht ja auf einmal ominöserweise was über Medizin drin, wie ich was mischen muss. Und ja, würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Viel Liebe, viel Kommentare und schalte wieder ein, wenn es heißt Resident Evil.